Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Volksbank Brilon-Büren Salzkotten, der Kaffeerösterei Benzlips, der Firma MIG, der Bäckerei Lange, der Firma Moltec und Rewe. Hier vor sich sehen ist der Besuchersteinbruch Diekerhof. Die Soester Künstlerin Geschke hat einige Kunstobjekte da reingestellt und das Ganze unter die Überschrift gepackt Mythos Stein. Mythen sind Geschichten, Erzählungen über die Erschaffung der Götter, Erzählungen über die Erschaffung der Menschen und Erzählungen über die Erschaffung der Welt. Und was Sie hier sehen, wenn Sie mal darüber gucken, das ist die entscheidende Seite im Bilderbuch der Entstehung unserer Heimat. Diesen Gesteinen gibt es zahlreiche Abdrücke von Lebewesen, die früher hier gelebt haben. Die meisten von Ihnen werden diesen Muschelabdruck kennen aus der Gattung der Inoceramen. Und dieser hier heißt Inoceramus Schlönbachi. Das ist deshalb wichtig, weil der hier in diesen Gesteinen gehäuft vorkommt. Und als dieser Inoceramus Schlönbachi hier lebte, da war das vor 89 bis 90 Millionen Jahre und die Küste verlief circa 50 Kilometer weiter südlich. Was sehr häufig vorkommt, haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen, sind Seeigel. Da können Sie sehr schön das Skelett sehen. Wenn man an der Nord- oder Ostsee ist, dann kann man diese Tiere da auch noch rumschwimmen sehen. Das waren Pflanzen, dieses waren ja Tiere, die waren ganz weit verbreitet, sehr dünn und deshalb sind nur wenige erhalten geblieben. Diese Erdfälle sind mit Humus und auch mit Lehm ausgekleidet und sie dienten früher dem Hölter Hof als Kuhtränke. Von Alfen über Oberntudorf bis hier im Bereich Wulfstal, Hölter Hof, bis, wer sich ein bisschen auskennt, zur Elsinger Warte, war eine Gletscherzunge. So, und als dem Gletscher die Puste ausging, hat er das ganze Geröll unter sich liegen lassen. Das ist eine Mischung aus Kalk, Sand und Ton. Wir nennen das Geschiebemergel. Und der ist, dann wurde Löster drauf geweht, das ist sehr fruchtbar und deshalb war es hier oben möglich, Kühe zu halten. Und jetzt komme ich zu dem, was Frau Westermann und Sie sicherlich auch wissen wollen. In der Zeitung stand ja, Bauer Stratmanns Kuh versinkt in der Erde. Ja. Und einige von Ihnen werden gehabt, was will er uns denn da für einen Bären aufbinden? Das stimmt tatsächlich. Der Sohn, der Stratmann, der heute noch lebt, hat es mir erzählt. Das war so in der ersten, kurz nach 1900 herum, pflügte Herr Stratmann Senior südlich von Steinhausen den Acker unterhalb des alten Hellwegs. Und er hörte plötzlich in der Nachbarweide eine Kuh ganz kläglich brüllen, guckt rüber und da stand die schon bis zum Bauch in der Erde. Er rannte dahin und ganz kurz davor war eben die Erde dort eingebrochen. Und nur mit Hilfe anderer Bauern, die da auch zufällig im Feld waren, und mit Hilfe der Pferde ist es denen gelungen, die Kuh da rauszuziehen. Sie wissen ja jetzt die Erklärung. Unterirdisch Gestein ausgewachsen, oberirdisch das eingefallen und dann ist eben dort eine Doline entstanden.
Gelände befinden sich drei Quellteiche und zwei Einzelquellen. Dies ist hier der größte, da sind unten drin verteilt fünf Quellen. In der germanischen Mythologie wohnten an solchen Kölken, insbesondere wenn die außerhalb der Städte und Dörfer waren, Nixen. Das waren Wesen, halb Mensch, halb Fisch. In der römischen und der griechischen Mythologie glaubte man, dass am Grund solcher Quelltöpfe Nymphen wohnten. Das waren niedere Gottheiten. Wasser bedeutet Leben. Wir brauchen Wasser zum Leben. Und die Römer und die Griechen haben sich auch darüber Gedanken gemacht. Die konnten aber nicht erklären, warum kommt das Wasser da raus? Warum gibt es da Quellen? Dann haben sie gesagt, ja, das machen die Nymphen. Man wusste seit dem Mittelalter, dass zwischen der Alme und den Quellen hier in Geseke, Salzkotten, Upsprunge eine unterirdische Verbindung besteht. Und sichtbare Zeichen sind eben die Dolinen. Wenn nämlich der Baron von Brenken die Schwalgen oder die Müller an der Alme, die Schwalgen in der Alme, das sind Kölke, worin das Wasser verschwindet. Und dann ist da nichts mehr, dann können die nicht mehr mahlen. Die haben die immer wieder verstopft, wenn sie das gemacht haben. Dann hatten die hier, die Hellwegmüller, zu wenig Wasser. Und es hat Prozesse gegeben zwischen der Äbtissin des Stiftes und dem Baron von Brenken. Das ist bis zum Reichskammergericht nach Wetzlar gegangen. Und dem Baron von Brenken wurde bei einer Strafe von 100 Goldtalern verboten, diese Schwalge wieder zu verstopfen. Marienkapellen, Marienheiligtümer werden immer in der Nähe von Quellen errichtet. Nehmen Sie die Kapelle in Ferne, da ist der Brunnen direkt in der Kapelle. Hier sind rundherum zahlreiche Quellen und in den Geschichtsbüchern heißt es, dass der Doktor der Theologie, Bernhard Jodokus Brüll, 1702 bis 5, diese Kapelle auf den Ruinen eines älteren Heiligtums errichtet hat. Die stand aber bis 1964 da, wo heute der Kreisel ist. 1964 wurde nämlich die Umgehungsstraße eingeweiht und die Kapelle wurde dann nach Westen versetzt. Wir sehen hier das barocke Altar, darüber das Wappen des Stifters und eine sogenannte Widmungstafel. Zu meiner Kindheit und Jugend sah es hier drin so aus. ...1870 wurde dem Zeitgeist folgend die barocke Ausstattung der Kapelle rausgeschmissen und stattdessen eine neugotische aus Holz installiert. Von der barocken Ausstattung, die hier drin war, ist lediglich dieses Bild Maria mit dem Jesuskind erhalten geblieben. So, und das ist der ehemalige Rosenkranzaltar, wie er in der Stadtkirche bestanden hat. Links der Heilige Dominikus, rechts Rosa von Lima. Das ist die erste Heilige Südamerikas. So, und die hatten sie da über. Dann ist sie 1975 hier reingekommen. Das wäre noch wichtig. Dieses Bild hier ist eine Kopie des Muttergottesbildes aus der Maria-Hilf-Kapelle in Passau. In den Geschichtsbüchern heißt es, dass dieses Heiligenhäuschen, diese Statue dort seit Jahrhunderten gestanden hat. Aber an einem Tag, nämlich dem 29. Oktober 1633, wir befinden uns mitten im 30-jährigen Krieg, gab es mal wieder eine Einquartierung. Soldaten eines hessischen Regimentes waren hier in Geseke einquartiert. Was machen Soldaten, wenn sie nicht kämpfen? Sie laufen, sie essen oder sie spielen Karten. Und
Einige hatten gegenüber schon den Alkohol mächtig zugesprochen und sie hänselten einen von ihnen, den Ludwig Sadeler, dass er es nicht wagen würde, auf dieses hockende Weib zu schießen. In seinem besoffenen Kopf hat er es gemacht, hat angelegt und die Mutter Gottes am linken Oberarm getroffen. Und der Legende nach soll das Blut hier die Rosenstraße runter bis in den Rosenteich geflossen sein. Und der Ludwig Sadeler schlief den Schlaf der Gerechten ob seiner Heldentat und am nächsten Morgen haben ihm seine Kollegen erzählt, was er gemacht hat. Und darüber hat er einen solchen Schock bekommen, dass er durchgedreht ist und, wie es in der Legende heißt, 3 Tage später am 1. November verstorben ist. Daraufhin wurde dieses so wundertätige Bild in einer Prozession in die Stiftskirche getragen. Dort wurde ein Altar errichtet und da steht die Mutter Gottes heute noch immer. Ja, meine Damen und Herren, und damit sind wir am Ende unserer kleinen Exkursion durch die Feldtür und auch hier in der Innenstadt gekommen. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von KD Fliesentechnik, der Stadt Salzkotten, dem Schuhhaus Zehanschuk, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, dem Einrichtungshaus Niggemeier und Energy.